Hallo ihr da draußen und willkommen zu einem kleinen neuen Spiel, Colony Survival. Ein Spiel, das aussieht wie Minecraft in einer wirklich schönen Qualität, mit einer interessanten KI und noch extrem viel auf der Roadmap. Ich habe das Spiel mal für 2-3 Minuten alleine angeschaut, damit ich nicht komplett auf die Fresse bekomme, aber wirklich nicht viel. Das Einzige, was ich weiß, ist, wie man Sachen platziert und wie man ein Bett craftet. Aber okay, das werden wir uns jetzt auch nochmal geben. Gemeinsam anschauen und wir nennen natürlich die Kolonie die gute alte Yumi-Kolonie. Monster will ich haben, sonst ist es ja viel zu einfach. Monsters during Daytime vielleicht nicht unbedingt. Double Monster Amount können wir, wenn ihr wollt, vielleicht irgendwann mal einen Run machen, aber momentan reicht mir ein einfacher Gegner-Spawn. Ich weiß nämlich nicht, wie stark das ist. So, das Tutorial, unsere Leute brauchen Essen, wir werden angegriffen, wir müssen die Leute irgendwie zurückziehen und es ist alles extrem kompliziert und schwer. So, also, was meine ich mit, es sieht aus wie Minecraft und schön, ich finde die Details von dem Gras und so ganz schön, die Bäume haben irgendwie ein bisschen was, man sieht so ein bisschen die Details, es ist nicht ganz so gerade und einfach ein bisschen schöner als Minecraft, würde ich mal behaupten. So, und eigentlich gefällt mir der Spawn hier so gut, dass ich sagen würde, wir bauen gleich einfach mal hier unsere Base auf. Und wie baut man besser eine Kolonie auf, indem wir es machen wie Amerika? Wir hauen einfach eine Flagge im Boden. Da-da-da-da-da-da. Genau, das ist jetzt unsere Base. Genau hier. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt halt verteidige. Ich habe auch noch keine Betten und sowas. Das heißt, ich baue jetzt erstmal ein Bett. Muss ich das hier alles hier unten gestapelt haben? Ich muss das hier alles hier unten gestapelt haben. Also das ist so mein Vorrat von Sachen, die wo ich irgendwo mal habe. Und ja, irgendwie kann ich das hier stacken. Und das komplette Inventory ist momentan noch serverweit. Das heißt, wenn ich hier irgendwo was habe, können alle meine Leute überall drauf zugreifen. Das ist noch ein bisschen schade. Ihr werdet bald sehen, warum. Aber es hat auch ein bisschen was, vor allem für Anfänger, weil es dadurch leichter wird. Ach, das kann ich nur 50 Mal stacken. Okay, dann kann ich jetzt halt schon mal ein Bett bauen, damit ich meinen ersten Arbeiter mir hier spawnen kann. Also, ich habe noch keine Ahnung, was das hier werden soll. Deshalb fangen wir jetzt halt einfach mal an mit einem Bett. Und wir, wie ging das nochmal so? Wir rekrutieren einen Kolonisten. Habe ich dich jetzt rekrutiert? Genau, hallo lieber Kolonist. So, das sind hier diese Kolonisten. Wir selber können nämlich nicht kämpfen. Ich bin hier nur der König und als ob ein König selber kämpft. Niemals. Und du baust jetzt mal bitte hier ein bisschen Essen für uns an. Too small, too large. Wow, echt jetzt too small, too large. Dann machen wir das 7x6. So, und dadurch, dass wir halt einen uneingestellten Mitarbeiter haben, wird der jetzt halt gleich losgehen. Und pflanzt hier Beeren, weil wir schließlich für jeden Mitarbeiter, den wir haben, für jeden Kolonisten, auch Essen brauchen. Der braucht am Tag 5 Food und kostet zum Spawnen auch einmal 50 Food. Der pflanzt jetzt hier die Sachen an und verteidigt uns dadurch halt ein bisschen. So, dadurch, dass wir wenigstens noch ein, zwei Leute brauchen, die unsere Base verteidigen, baue ich hier gleich mal so ein kleines Quartier für die Leute und hole mir mal noch 2 Leute mehr. Und baue mir hier 2 Quiver und 2 Bögen. So. Einfach damit ich hier irgendeine Art der Verteidigung habe. Dann bauen wir hier hinten. Wollen wir hier gleich unsere Mauer aufbauen? Fürs Erste, glaube ich, wäre das gar nicht schlecht, oder? Hauptsache mal irgendwas, bevor die Nacht hereinbricht. Nicht, dass ich in der ersten Nacht sterbe. Und damit sind wir auch schon soweit. Ich weiß nicht mehr über das Spiel, außer das, was ich bis jetzt hier schon gemacht habe. Nämlich, dass ich noch Quiver bauen kann, damit dann meine Leute hier verteidigt werden. Aber das war es dann auch über mein Wissen. So. Ich glaube, ich sollte das ein bisschen weiter nach oben bauen, sonst werden am Ende meine Leute hier noch angegriffen. Oh Gott, ich habe Angst, dass die hier einfach drüber springen. Geht das? Was willst du gerade von mir? Food Use. Oh mein Gott, wir nutzen 15 Food am Tag. Und wie viel kriege ich durch einen Berry Farmer? Ich hoffe viel. Junge, die werden ja alle verhungern. Nein, du solltest da nicht hin, lieber Block. Es fehlt noch so eine Abbau-Animation. Aber gut, man kann nicht alles haben. Das ist auch noch im Ultra Early Access oder wie auch immer die dieses Spiel jetzt wieder genannt haben. Super Pre-Beta Early Access, keine Ahnung. Ich habe irgendwann die Übersicht verloren. Jeder nennt das ja sowieso so, wie er will und nicht dem Standard konform. Deswegen werde ich mich da jetzt auch nicht dran halten. So. Bis hierhin, dann 2 auf der Ebene und dann noch 1 auf der Ebene. Nee.
Doch, nee, das hierhin, das dahin und das dahin. So, jetzt sieht es wenigstens parallel aus. Und eigentlich hätte ich gern noch ein bisschen. Okay, der geht da einfach drüber, alles klar. Dann sollten wir das vielleicht doch so bauen, bevor jetzt die Gegner hier kommen. So, so, so. Eins, zwei, drei Blöcke noch weiter vor. Ihr werdet gleich sehen, wieso, weil dann kann ich nämlich meine Bogenschützen 1, 2, 3 so positionieren, dass die ein bisschen früher feuern können und somit die Gegner sehen. Okay, Quiver, ihr schaut bitte hier in die Richtung. Dann können euch nämlich die Monster nicht überraschen. Hier einer und hier einer. Dadurch, dass ich vorher nämlich Bögen gebaut habe, können die sich jetzt einfach den Bogen nehmen, stellen sich hier hin und wenn irgendwo Feinde kommen, verteidigen mich die mächtigen Krieger hier vor ihnen. Kann ich irgendwie nachschauen? Hallo, ich möchte gerne ein anderes Command-Tool. Ah, nee, doch nicht. Moment, wie kann ich jetzt nochmal was anderes hier bauen? Hilfe! Ah, Falltaste. Banner-Tool? Nee, damit spawne ich neue. Command-Tool, Berry-Farmer. Links, ah, mit Linksklick, okay. Forester, die könnten dann für mich Sachen abbauen. Wäre auch fast eine Idee. Miner wäre auch cool. Klamotten könnten wir dann damit herstellen. Aber ich glaube, das erste reicht eigentlich, dass wir ein bisschen mehr Berries bekommen, weil einfach ein Berry Farmer reicht uns halt nicht ganz. So, machen wir noch einen 7x6. Ah, nicht mit Linksklick, du Dödel. 7x6. So, und nochmal mit Rechtsklick. Dann brauchen wir noch einen Kolonisten mehr. Der hat aber hoffentlich jetzt halt einfach. Doch, er nimmt das. Jetzt dachte ich ganz kurz, er übernimmt dieses Ding jetzt halt nicht. Aber das macht er doch ganz gut. Jetzt geht er nämlich dahin und produziert uns hoffentlich ganz viel Essen. Das bekomme ich ja dann hier irgendwie ins Inventory. Muss ich das jetzt halt essen oder ist das jetzt einfach. Okay, alles, was im Inventory ist, ist auch gleichzeitig gleich Value, aber relativ wenig. So, jetzt wird es auch bald Nacht und wir müssen uns irgendwann mal Gedanken machen, wie wir unsere Base ein bisschen schöner gestalten, weil bis jetzt macht die irgendwie noch nichts her. Vor allem Steine. Eigentlich hätte ich gern eher so Steine, weil das sollte ja so eine Art Festung sein mit einem Tor oder sowas. Oh Gott, da hinten ist der erste Zombie. Hilfe! Ah, meine Leute verteidigen mich sicher. Wie sieht denn ein Tor aus? Ein Tor sieht doch sicher einfach nur ein paar Blöcke nach oben. Dann hier rüber. So, es ist ein bisschen größeres Tor, aber das ist ja nicht schlimm. Im Gegenteil, das sieht doch besser aus, oder? Dann ist das hier so unser Eingang. Können wir so schön dementsprechend verteidigen. Wir haben halt noch nicht so viele Steine. Dafür brauche ich dann später erst Miner und Leute, die wo sich dann darum kümmern und alles. Aber fürs Erste muss das reichen, hier eine Verteidigung aufzubauen. So. Kommen die Monster bald auch nur noch dadurch rein. Okay. Also, die schießen ja jetzt halt natürlich nur geradeaus. Das heißt, die Zombies müssen erstmal hier in die Base kommen, bis die abgeschossen werden, oder? Wie kommst du jetzt hier rein? Ah, natürlich gehst du über die Wand. Hallo, nimm die Tür, du Sack. Wie jetzt? Ihr one-shottet die? Ist ja voll easy. Wobei, stopp, das habe ich tatsächlich sogar in der Roadmap gelesen. Sie haben in einer sehr baldigen Version angeplant, dass es noch viel stärkere Gegner gibt, die mehrere Schüsse überleben. Und die Menge an Zombies orientiert sich jetzt auch an die Anzahl der Kolonisten. Das heißt, solange ich wenig Kolonisten habe, ist es auch noch relativ easy. Mal schauen, ob das so bleibt. Kann ich eine Spitzhacke craften? Wahrscheinlich brauche ich dafür einen Used to Bake Bread. Grind Wheat into Flour. Oh Gott, ich will doch eigentlich nur. Ja, nehmen wir uns mal eine Workbench. Probieren wir es mal mit einer Workbench, dass meine Leute hier auch was zum Arbeiten haben. Bauen wir jetzt einfach mal hier hin. Uah, ich habe viel zu wenig Leute gerade. Ich brauche mehr Leute, die Essen produzieren vor allem. Oh, jetzt habe ich keine freien Betten mehr und kein Essen. Nice. Wow, wow, wow. Oh mein Gott. Der hat mich jetzt gerade ein bisschen erschrocken. Sag mal, habe ich die Sounds gerade auf zu leise überhaupt? Oh, ich hatte die Sounds so leise, dass man wirklich gar nichts gehört hat. Nice. Hört man jetzt mehr? Okay, der Zombie. Hallo, Zombie. Der scheint mir jetzt nicht allzu intelligent zu sein, der Kleine. Okay, tötest du mich überhaupt? Ich will es irgendwie nicht ausprobieren. Nicht, dass es am Ende ein One-Hit ist.
Aber naja, so, meine Berry Farmers schlafen. Oh mein Gott, ist das creepy. Die schlafen mit offenen Augen. Schau ich das mal an. So, wir brauchen mehr Leute und mehr Essen. Wie bekomme ich mehr Essen, indem ich mehr Leute habe, die sich um Essen kümmern? Toll. Hast du gerade daneben geschossen? Junge, die Pfeile kosten mich was. Könntest du bitte ihn hier treffen? Ich kann ja nicht zuhauen. Oh mein Gott. Wo zur Hölle? Nein, tötet sie. Hallo. Oh, du bist der schlechteste Schütze mit dem Bogen aller Zeiten. Verarschst du mich? Alter Schwede. Ja, danke schön. Da, er, zwei Schüsse, zwei Tote, oder wie? Da, ja, endlich triffst du mal was. Junge, Pfeile wachsen nicht auf Bäumen. Ja, doch, irgendwie schon so ein bisschen. Consume all of your ores. Aber dafür brauche ich doch erstmal Iron Ingot. Okay, das heißt, ich muss mich auch erstmal selber hier irgendwie nach unten arbeiten. Dann bauen wir uns hier so einen Mineneingang, oder? So, bauen wir uns hier so treppenmäßig nach oben. Zack, zack, zack. Okay. Dann haben wir hier eine kleine Treppe und können uns somit erstmal hier nach unten arbeiten. Einmal Erze brauchen wir und danach können das meine NPCs hier machen. Ist das schon Erz oder ist das nur Stein? Oh, das sind Iron Ingots, lol. Ja, dann bauen wir uns jetzt halt einfach... Ach, verdammt, ich habe noch nicht freie Leute, ne? Shit. Okay, Moment. Ich könnte mir jetzt halt noch zwei Betten mehr bauen. Diese Betten bauen wir dann gleich mal hier hin. Das sieht irgendwie ein bisschen eigenartig aus. Ein bisschen Gruppenkuscheln. Okay, die Vögel sind echt creepy irgendwie. Also ich meine, die hören sich zwar realistisch an, aber für das, dass das Spiel hier so unrealistisch irgendwie von allem ist, ist es irgendwie schon ein bisschen creepy. So, einen können wir noch rekrutieren. Das ist jetzt halt mein... Ach toll, dann komme ich ja immer noch nicht weiter. Shit. Ja, warte, dann müssen wir das nochmal wegmachen. Sorry. Dann bist du jetzt wieder unemployed. Dann musst du dich erst um mehr Essen kümmern. Es geht nicht anders. Wir brauchen erstmal mehr Essen. Erst mit mehr Essen, das habe ich schon wieder abgebrochen, können wir mehr Leute engagieren. Ich habe schon wieder abgebrochen. Langsam wird es lächerlich. So, dankeschön. Dann haben wir jetzt hier drei Berry Farmer. Und mein Essensverbrauch ist extrem hoch. Also wirklich extrem hoch. Produziert ihr überhaupt genug für einen Tag? Also ich weiß, ich habe gerade einen neuen dazugeholt, deswegen könnte das ein bisschen langsamer sein. Aber eine andere Möglichkeit, Essen zu produzieren, habe ich ja gerade kaum. Ich könnte denen noch eine Kiste produzieren, damit wenigstens das Essen, das die haben, hier gelagert werden kann. Da müssen die nicht immer so weit laufen. What? So, dann könnt ihr euer Essen jetzt immer hierher abliefern. Und das Essen ist dann automatisch hier in der Truhe drin. Das ist schon mal ganz angenehm. So, was kommt denn dann als nächstes? Reicht das denn vom Food her? Kann ich irgendwie schauen, wie viel ich am Tag bekomme? Hm. 36,6 Food und ich verbrauche 35 am Tag. Ich habe ja noch die Möglichkeit, dieses andere Tool hier, diesen Wheat Farmer, aber dafür bräuchte ich nochmal Leute, die wo sich dann um die Crafting-Kette kümmern. Deswegen, ich glaube einfach, ich muss jetzt ein bisschen warten, bis die ein paar mehr Berries sammeln. Kann ich selber Berries farmen? Ich weiß es gar nicht. Und dann mir noch mehr Leute hier einstellen. Dann geht das alles hier ein bisschen schneller. Wahrscheinlich sollte man am Anfang gleich mehrere Berry-Farmers oder so hernehmen. Ich kann mir nämlich jetzt nicht gleich nochmal einen einstellen. Außer ich mache einen Bogenschützen weg. Meint ihr, das ist eine gute Idee? Stopp, wir machen jetzt tatsächlich hier einen hier noch weg und bauen einen Berry Farmer mehr dazu. Falsch, bauen hier nochmal auf ein 6x6 Feld. Zack. Dann dürfte es jetzt halt bald gehen, dass wir genug Berries haben. Huch, nee, noch einen kann ich gerade nicht rekrutieren. Und ich habe ja ein bisschen mehr Steine bekommen. Das bedeutet auch, ich kann jetzt hier... Huch,
Das war jetzt vielleicht nicht gerade die beste Wand. Ein bisschen höher bauen, damit die Zombies wenigstens nicht mehr auf die eine Seite der Wand können. Das wäre ja auch schon mal angenehm, weil sonst steigen die einfach auf die Wand und dann sind sie in der Base. So. Wisst ihr zufällig, ob es dafür schon Mods gibt? Wenn ja, gerne mal in die Kommentare. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon Steam-Mod-Support hat, weil geil wäre es auf alle Fälle, weil die Spiele, die Mod-Support haben, die gehen halt immer viel, viel besser, weil Cosmotier auch hat eine richtig große Fanbase mit Moddern dahinter und so hat man halt einfach Content, auch wenn die Entwickler gerade nicht hinterherkommen. Das finde ich immer ganz angenehm. So, meine Essensproduktion steht langsam ein klein wenig. Ich hätte zwar genug, um mir jetzt halt einen neuen hier anzulächeln, aber das reicht mir noch nicht. Weil sonst sterben die mir einfach in der Nacht, wenn die Essen verbrauchen. Aber sie machen auf alle Fälle Plus. Also sie bringen mehr als 25 am Tag ein. Das heißt, ich mache keinen Minus mit dem Berry Farmers. Das wäre ja noch schöner. Beziehungsweise einer kostet ja nur 5. Das heißt, der muss ja nur über 5 einbringen. Okay. Hey, das da hinten sieht cool aus. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Gras-Turf. Diese Workbench brauchen wir später auch. Betten kann ich mir noch ein paar craften. Planks und Straw. Wie bekomme ich denn Stroh? Stroh bekomme ich... Ich habe keine Ahnung. Buying only, no selling. Okay, kommt wahrscheinlich noch. It's not counterfeiting if the king says it's okay. Mint. Okay. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, muss ich gerade hier... gestehen. Modern Look. Viele Items gibt es ja noch nicht, aber naja, gut, kommt halt noch alles. Early Access und so. So, wobei ich noch nicht ganz verstehe, wie Leute hier 500 Spielstunden in diesem Spiel haben können. Das ist zwar nice, aber so viel Content bietet das jetzt halt auch nicht. Und ich wüsste gern, wie ich Stroh bekomme. Vielleicht wirklich mit diesem Grindstone? Need for best byproduct of wheat farming. Ah, okay. Das heißt, ich hole mir jetzt halt gleich einen neuen Kolonisten und der wird dann zum Wheat Farmer. Genau, so, das machen wir aber auf die andere Seite, dass wir riesige Weizenfelder haben. Vielleicht so am Eingang, das wird sich doch vielleicht sogar ein bisschen cool machen. So ein längeres Weizenfeld. Und dann brauchen wir selbstverständlich dementsprechend einen weiteren Kolonisten. Lieber Kolonist, bitte komm hierher und Banatool recruit one more. Du bist dann gleich unser Weizenfarmer. Wir können dich aber noch nicht zu Brot weiterverarbeiten. Dafür bräuchten wir dann noch viele, viele Leute mehr. Aber das ist ein Anfang. So, die sind hier auch ganz fleißig. Und was brauche ich jetzt noch? Ich brauche jetzt dann noch einen Ofen. Also Need Stone Bricks. Okay, die haben wir unten in der Höhle, glaube ich. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das schon so eine gute Idee war. Vielleicht war das noch ein bisschen zu früh. So, ist das jetzt Stein oder Iron? Es ist Stone. Okay, perfekt. So, nice. Dann als nächstes, kann ich mir schon so eine Spitzhacke craften? Iron Ingot, ich habe doch Iron Ingot. Achso, Moment, ich muss ja die Sachen, die ich craften will, unten in meinem Hauptinventar haben, ne? Kann ich mir jetzt schon mal so eine Pickaxe craften und später, wenn wir dann soweit sind und genug Essen haben, kann ich mir noch einen Miner dazu holen. So, dann bauen wir hier jetzt auch mal parallel die zweite Reihe an Betten hier schon mal dazu. Das sieht nur ein bisschen eigenartig aus, oder? Ja, das ist nur ein bisschen eigenartig. Aber Leute, der erste Part ist schon wieder vorbei. Ich wollte die Parts eigentlich nur 15 Minuten lang halten, aber irgendwie habe ich schon wieder nicht hinbekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wird auf alle Fälle ein bisschen mehr davon geben, vor allem größere Armeen am Bogenschützen und Farmern. Und ja, bei Anmerkungen oder so immer gerne in die Kommentare ein Like da lassen. Wäre natürlich eine sehr geile Unterstützung von diesem Projekt. Und dann gibt es natürlich noch den Abo-Button, den man auch mal drücken sollte, wenn man es noch nicht gemacht hat. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.